Ja, hallo, guten Morgen, meine Lieben. Ich muss gerade mal gucken, wo meine Schuhe sind. So. Ja, wir haben heute Großkampftag oder gestern Abend schon mit der Wäsche, weil da hatte sich einiges angesammelt und unsere Waschmaschine ist eine Stunde noch gelaufen. Und dann hat sie wegen Wasserschaden den Geist aufgegeben. Die ist jetzt gerade vorhin zum Ausschlachten abgeholt worden. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auswandert, verkauft den ganzen Plunder in Deutschland, holt nur das Nötigste mit. Wir haben so viel Geld für den Transport bezahlt, dass die ganzen Sachen bekommt man hier auch für einen Teil vom Geld. Also ich habe gestern geguckt, was Fernseher kosten. Die gehen bei 50 Euro los. Die kosten bei uns 500, 600 Euro. Also lasst den Schamas zu Hause, nur das Nötigste. Ja, hier seht ihr unsere Wäsche. Das ist nur noch ein Teil. Ich habe jetzt schon weggeräumt. Der Ventilator ist eigentlich für mich nicht zum Wäschetrocknen. Hier haben wir hängen. Ich habe noch mal laufen. Ja, da liegen ja noch Kokosnüsse. Und hier ist unser neues Teil. Eine Schab. Mit allen Programmen, wie man sich's wünscht. Ja, und die hat dann 300 Euro gekostet. Wie gesagt, 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der Anschluss hier ist ein bisschen anders wie bei uns, aber das soll uns nicht stören. Ja, so sieht das aus. Im Übrigen haben wir gestern Gardinen gekauft. Und haben jemanden, der uns die aufhängt, weil meine wie heißt Bohrmaschine ist auch in einer von den Hunderten von Kartons. Die kann ich nicht alle aufmachen und rumräumen. So, das ist die erste Gardine, sie hängt. Sie ist sehr lang, weil das diese langen Fenster sind. Ich zeige es euch mal. Ah, kann man jetzt nicht sehen. Moment, muss ich die zurückschieben. Dann sieht man das. Und hier für die kurzen Fenster haben wir natürlich kurze. Ja, hallo meine Lieben. Nach 3 Monaten das erste Mal Wasser vom Himmel. Aber hallo. Den ganzen Tag hatte sich so ein bisschen zugezogen. Nichts so richtig passiert. Ich dachte schon letzte Nacht, aber jetzt ist hier die Hölle los. Mein lieber Schwan, ich gucke nur, ob meine Waschmaschine hier trocken steht oder ob ich mir hier ein Schutzdach hinmachen muss. Aber so wie es aussieht, Dachrinne haben die ja nicht. Wird jetzt mal richtig geputzt. Ja, das ist immer noch heftig dran. Ich habe jetzt mal hier ein Badetuch dran gehängt, weil es spritzt nur hin, also es regnet nicht drauf. Stecker natürlich gezogen, obwohl ich sowas ja nie mache. Ich kann sie aber nicht auf die Seite stellen, weil da ja kein Wasseranschluss und kein Stromanschluss ist. Naja. Das ist das kleinste Problem, das lösen wir noch. Hier drüben ist übrigens eine Schule. Das Gelände ist so groß wie 4, 5 Fußballfelder, aber man hört absolut nichts von dort. Es ist wirklich schön hier. So, die nächsten Gardinen hat er heute auch aufgehängt. Vorhin habe ich Bier getrunken, hat er auch gefragt. Sag ich, von der Flasche habe ich getrunken, ich gehe dir Neues holen. Ja, sieht doch richtig schön aus, dieses Grün. Im Schlafzimmer haben wir dieses Pink oder Altrosé eigentlich. Ja, hier steht natürlich noch Zeug rum. Hier hat Poriwat seinen heiligen Schrein. Ja, und jetzt ist er dabei und macht uns die
die Rollos hier in der Küche. Da haben wir sowas Abwaschbares und vor allen Dingen, es ist ja so, hier knallt morgens die Sonne rein. Und wenn er das dann noch fertig hat, ja, er ist so ein Allround-Handwerker. Sehr nett, sehr freundlich und sehr gefällig. Ja, hier haben wir die Decke. Da haben wir so eine Vertiefung. Da ist buntes Licht noch drin. Ja, wir können die reinste Disco hier machen. Die Lampe. Nochmal Außenlampen. Also es ist schon schön gemacht. Elektrisch muss ich sagen, ist es sehr gut. Auch viele Steckdosen. Da hat er also nicht dran gespart. Steckdosen, Schalter. Ja, und hier steht jetzt alles, weil es regnet, unterm Dach. Wird aber trotzdem so ein bisschen nass. Auto habe ich extra vorgefahren, damit es trocken, damit es sauber wird vom Staub. Jo, das ist so heute unser Tag.